Ausgezeichnet, Adari Aes-Sitze. Du machst den Gladiatoren alle Ehre. Du hast deine Lektion gut gelernt. Eurem Bericht zufolge hatten diese feigen Söldner es also auf das Kopfgeld abgesehen, das für einen Gladiator ausgesetzt wurde. Um wen handelt es sich dabei? Ein Söldner. Die Söldner haben den Namen Aldis erwähnt. Aldis? Hast du wirklich Aldis gesagt? Ist das möglich? Kann es sein, dass er zurückgekehrt ist? Nach Ulda? Maybe. Und Legend. Man muss nicht mal gucken, wo wir da noch weiter durchquisten. Oh Gott. Ouchie. Ja, genau, dein Schildwurf wollte ich. Willkommen zurück, Adari Aes-Sitze. Hast du Fortschritte mit deinem Übung gemacht? Du wirkst selbstbewusster und auch deine Haltung hat sich verändert. Du bist auf dem besten Weg, eine echte Gladiatorin zu werden. Ich habe wieder eine wichtige Mission für dich. Die Amajar führen entlang der Handelsstraße in der Nähe von Camp Knochenbleich Angriffe auf fahrende Händler aus. Knochenbleich ist eine Zwischenstation auf dem Alagischen Sonnenweg, ein strategisch wichtiges Gebiet im Grenzland. Die Legion der Unsterblichen und die Messingklingen bewachen es mit Adlerauge. Unsere Gilde unterstützt sie dabei, indem wir den Handelswagen Gladiatoren als Begleiter zur Seite stellen. Von allen wilden Stämmen haben wir den Amajar, die meisten Scherereien und die nun die Händler überfallen, scheinen auch dazu eine gut organisierte Bogenschützeneinheit zu sein. Also, mach dich auf den Weg und leg den Amajar das Handwerk, auf das ihre Pfeile an deinem Schild abprasseln mögen. Möchte nicht, dass ich meine Leute dich gespickt wie ein Stachelmull aus dem Graben einer Landstraße ziehen müssen. Nein, nein. Mich doch nicht. Okay, Camp Knochenbleich. Okay, hier müsste ich halt questen, ne? Oh mein Gott. No way. Das brauche ich ausnahmsweise nicht lesen. Drei Briefe jucken mich selber halt einfach nicht. Im Nachhinein frage ich mich, habe ich überhaupt irgendwo Quests gemacht? Ich meine, ja, habe ich, aber... Ne? Warte mal. Nee. Gut, leider noch sehr habe ich noch nicht viele. Okay, im Finsterwald habe ich ganz viel. Alter, wie viele Quests haben wir denn im Finsterwald gemacht? Tanalan. Haben wir aber auch schon ganz gut. Gut was weggearbeitet. Kertas noch gar nichts. Gut, und alles andere sowieso nicht. Also selbst wenn ich wollte, kann ich keinen Stubenstärk rum. Na, zumindest hier sollten wir ein bisschen questen. Hallo, sind die auf deinem Weg zu uns hierhin begegnet? Falls ja, hoffe ich, dass du ihnen schön einen über den Schädel gebraten hast. Die Biester sind nämlich gemeingefährlich und eine ernste Bedrohung für die Bewohner hier. Was meinst du? Könntest du nicht noch ein paar von ihnen für uns unschädlich machen? Ein Rudel verwahrloster Mischlinge treibt sich meistens südöstlich von hier herum. In der Nähe des Tümpels wimmelt es geradezu von Aasfressern. Und ständig fallen sie unbedarft Reisende an. Zeige keinen Erbarmen für die schädlichen Kreaturen. Ihre Opfer erfahren auch keins. Ach, da ist er. Tututzi. Oh. Hallo, hast du auch jemanden verloren? Obwohl, nein, du bist wohl keine Trauernde, was? Siehst eher wie eine Abenteurerin aus. Nicht, dass mir das ungelegen käme. Könnte nämlich ehrlich gesagt etwas Hilfe gebrauchen. Ein todkranker Mann hier im Camp hat sich gewünscht, noch einmal ein Myotragus-Steak zu essen.
Vielleicht hilft ihm der Genuss ja zumindest für kurze Zeit, seinen Schmerzen zu vergessen. Wenn du 5 Scheiben besorgen könntest, könnten wir sogar noch etwas mitessen. Klingt das nicht nach einem fairen Geschäft? Der Mann liegt in einem Zimmer der hiesigen Herberge. Vermutlich bleibt ihm nicht mehr allzu viel Zeit. Es wäre nett, wenn du ihm seinen letzten Wunsch erfüllen könntest. Bring die Steaks direkt zu Zozoru. Die kümmert sich nämlich um den Kranken. Wäre sicher nicht verkehrt, sie vorher anzubraten. Also die Steaks meine ich natürlich. Aber wir haben vorher noch so. Utrix, komm. Irgendwie wird der Vogel uns noch verfolgen. Nein. Weil wir ja direkt hier was erledigen müssen. Okay, dann werde ich das da oben und das hier vielleicht den anderen 2 Klassen überlassen. Wir grauen schon vor den Gebieten mit den Addons. Also den Gebiets-Addons. Da grauen wir schon vor. Wenn ich bedenke, wie teilweise in Endwoke und sowas die Gebiete aussehen bei mir mit dem anderen Char. Wie bei goldene Quests. Ich heule jetzt schon innerlich. Aber eigentlich wäre es auch doof, wenn ich einen Schlussstreifen mitnehme. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das heute mache. Na gut, ich guck mal bis um 9:30. Gerade sehe ich keinen Denkbonus. Achso, falsch. Muss in diese Richtung noch. Brauchen ja noch jenen. Drei von 7. Oh, ich bin echt auf 18. Ich werde die Quest fertig haben, bevor ich
Wenn ich es denn dann mache, die Stufensteigerung mache. Dann haben mir die Level wenigstens noch was gebracht. Gehen wir mal dahin. Fall um. Nein, fall um. Danke. Da ist noch ein Bock. Ebenfalls. Da sind noch zwei. Sind noch zwei, ne? Ja. Ja. Dann machen wir jetzt noch schnell die Klassenquest. Hilfe von der Gilde, du kommst wie gerufen. Mhm. Hi. Ich hätte gerne noch den Schildwurf. Danke, du hast mir das Leben gerettet. Lange hätte ich den Fall nicht, dieser Kreatur nicht mehr standgehalten. Gehen wir jetzt die zwei Quests noch ab. Dann machen wir einmal das Gilden-Ding fertig und dann mal gucken, wie spät es dann ist. Eventuell mache ich dann eine Stufensteigerung noch. Wären halt verschenkte IP sonst. Mal gucken.
natürlich eigentlich nicht. Du hast ein paar Tachyen erlegt? Hab vielen Dank. Vor 3 Jahren hat ein Rudel von ihnen meinen Verlobten angefallen und bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Seit diesem Tag habe ich den Biest und Rache geschworen und bitte jeden Abenteurer, den ich treffe, ihre Bestände zu dezimieren. Die Hyänen gehören ausgerottet. Es darf keine unschuldigen Opfer mehr geben, hörst du? Nehme ich jetzt nicht an. Das ist dann für eine andere Klasse. Mit der ich dann nicht so schnell level. Wahrscheinlich der Taumaturg. Psst, halte dich bitte ruhig. Was kann ich für dich tun? Oh, das sind ja Myotragos-Steaks. Das ist wirklich überaus freundlich von dir. Hat Tutuzzi dich geschickt? Dann richte ihr bitte meinen aufrichtigen Dank aus. Leider muss ich dir jedoch mitteilen, dass der Kranke vorhin von uns geschieden ist. Er ist ganz friedlich entschlafen mit einem Lächeln auf den Lippen. Vermutlich hat er gespürt, dass du in seiner Sache unterwegs warst. Und wenn nicht, dann wird der barmherzige Thales ihm sicher mitteilen. Das ist bitter. Naja, hat die Gruppe mehr zu essen. Kann man es unter den anderen aufteilen. Danke für deine Mühen, Frau Abenteurerin. Und mach dir nichts draus, dass es nicht rechtzeitig geklappt hat. Immerhin hast du es versucht. Wegen des Friedhofes gleich hinter dem Camp ist der Tod hier unser ständiger Begleiter. Nicht nur Verstorbene, sondern auch schwer Kranke landen mit schöner Regelmäßigkeit bei uns. Einige werden sogar einfach vor den Toren des Camps abgeladen. Schrecklich, nicht? Dieser Mann hatte wenigstens noch jemanden, der sich um ihn gekümmert hat. Ich bin mir sicher, dass er um sein Glück wusste. Und ich sollte wohl langsam mein Geschäft umstellen. Von Gemischtwaren auf Grabsteine. Das scheint mir nämlich ein lukrativerer Markt hier zu sein. So, hoffentlich beehrst du mich bald wieder. Oder vielleicht lieber doch nicht? Boah, Stufe 90. So, aber zur Neidkreuzung. Ich habe das Gefühl, wir haben heute mehr Quests bekommen als abgearbeitet. Wenn ich mir das Quest-Doc hier schon wieder angucke, das sieht furchtbar aus. Adaria Essatze, auf dich ist wirklich Verlass. Auch wenn wir diesen Überfall nicht verhindern konnten, haben wir doch die Schuldigen zur Strecke gebracht. Der Schweißgeruch in den Übungszeiten ist ja immer noch unerträglich. Hat sich keiner erbarmt und ein paar Fenster in die ehrwürdigen Mauern geschlagen? Nö. Aldis! Hallo, Bruce. Dir auch einen schönen Tag, mein lieber Bruce. Lange nicht gesehen. Was? Hat dir noch keiner deine schlachsigen Arme abgeschlagen? Aldis? Wie ihr lebt und lebt heute mit Müller, wie auch immer. Bis bald, unseren letzten Treffen Bist du seit unserem letzten Treffen etwa noch schöner geworden? Werde das für möglich gehalten? Wo zum Eufel hast du gesteckt? Und was fällt dir ein, nach all der Zeit einfach so in diese Hallen zu spazieren? Antworte! Die gute Müller, immer noch das gleiche Temperament. Ich war auf der Suche nach mir selbst. Immer der Nase nach, wohin mich das Schicksal gerade trieb. Du kennst doch meine romantische Seele. Ich soll schon wieder trinken? Dankeschön, Luca. Naja gut, in Herr der Ringe muss ich ja genauso viel lesen. Da gibt es ja gar nichts Synchronisiertes. Na doch, kleine Zwischenszenen, die wir aber heute sicherlich nicht sehen werden. Achso, das hatten wir. Behalte deine Sprüche für dich und betritt nie wieder den Boden dieser Gilde. Wenn ich dich hier noch einmal sehe, schlage ich dir deinen frisierten Wuschelkopf von den aufgepolsterten Schultern. Wo hast du nur diesen rüden Umgangston her? Aber warst du doch so ein nettes Mädchen. Jetzt habe ich sie verärgert. Tja, mal gewinnt man, mal verliert man.
Hör mal, ich habe etwas mit dir zu besprechen. Komm in den Treibsand, aber kein Sterbenswörtchen zu Mila, verstanden? Die Aura sieht halt einfach aus wie so ein Kind, ne? Die Aura sieht halt echt aus, als wäre das so ein kleines Kind. So eine Mini-Aura. Naja, Abenteuerrakete. Es kommt was, was ich hasse. Der Beste, Aldaria. Mein Auftritt vorhin habe ich wohl etwas verpatzt. Ich hätte mir eigentlich eine etwas warmherzigere Wiedersehensfeier gewünscht. Aber was soll's. Feiere ich halt alleine. Hör zu, ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Es geht um nichts Geringeres als das Wohl der Gilde und Milas Wohl. Es gibt stärkere Gladiatoren als dich, die ich bitten könnte. Aber in deinen Augen lodert ein gewisses Feuer. Ein Feuer, das für diesen Auftrag unentbehrlich ist. Ein Feuer, das, wie ich befürchte, in mir selbst, in mir bereits erloschen ist. Blutrausch, geformt auf dem Anboss des legendären Waffenschmieds Gerold, sein Meisterstück. Einst gewidmet den Helden des Kolosseums. Ich war seinen nie würdig. Es gab noch ein Schwert, noch einen Gladiator. In ihm loderte auch ein Feuer, genau wie in dir. Daria, ich habe eine Bitte von großer Wichtigkeit an dich. Was zum... Alles Neidklinge, sprich dein letztes Gebet. Verschwindet, Armen. Lass sie wachsen und steht auf. Na, versteht ihr denn gar keinen Spaß? Ein lustiger Mann wird ja wohl seinen Krug leeren dürfen. Daria, ich ziehe das Feuer auf mich und du machst sie kalt. Verstanden, Partnerin? Mhm. So später. Wir sind da. Dann lass uns ja schmecken dürfte. Lass es dir schmecken. Wie lange will man auf einen einzigen einschlagen? Vor allem, du denjenigen auch nicht. Oh. Dauert halt einfach nur weiter ab.
Hier stellen Sie mir sogar schon am helllichten Tag in aller Öffentlichkeit nach. Wie aufdringlich. Wenn es sich wenigstens um ein paar süße Meuchelmörderinnen handeln würde, hätte ich ja nichts gegen einen gelegentlichen Ringkampf. Für heute hatte ich genug Aufregung. Lass uns ein anderes Mal weitersprechen. Ich sehe mich nach einem ruhigeren Lokal um, um meine Rückkehr zu feiern. Okay, wir hätten dann auf jeden Fall so eine halbe Stunde. Würde halt passen, ne? Ja, jetzt ist gerade noch der Bonus da, aber ich will erstmal meinen Schildwurf haben. Ja, komm, wir machen das gleich einmal. Wir machen gleich fix einmal Stufensteigerung. Beim nächsten Mal machen wir dann die Quest in den Gebieten, wo wir in dem Levelbereich noch Sachen haben. Entschuldige, in der Aufregung um diesen Gockel habe ich ganz vergessen, dir eine neue Technik beizubringen. Den Blutdruck anderer Leute in die Höhe schnellen zu lassen, ist eine Spezialität. Schildwurf heißt die Technik. Wie der Name sagt, schleuderst du dabei dein Schild. So kannst du Gegner, die weit entfernt stehen, angreifen und gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf dich lenken. Für uns Gladiatoren, die sonst nur im Nahkampf aktiv sind, ist das eine äußerst wertvolle Technik. Setze sie geschickt ein, um den Kampfverlauf zu besteuern. Ja. Wir nehmen die Arme. Wunderbar. Hau ab, Flieger. So. Gut. Dann mache ich jetzt einmal, bevor wir auf Lotro wechseln, noch schnell kurz die Stufensteigerung. Lieber leide ich schnell als nee, gar nicht. Und ja. Ich weiß nicht, ob noch wer mit will. Wenn nicht, dann gehe ich fix alleine. Sofern mich der Ladebildschirm lässt. Juhu. Tächchen, Servus. Abend. Mal kurz zur Krämerklingel. Beauftragen. Okay, also wie gesagt, wenn sonst keiner mit will, mache ich das einmal fix. Sind ja jetzt, glaube ich, nur die drei kleinen bisher. Sind ja. Natürlich ist der Bonus jetzt weg. Natürlich. War klar. Wie soll es auch anders sein? Gut, das hat Atali noch nicht gut. Ja, und? Ich habe ja keine Wahl, Hybrid. Ich habe ja keine Wahl. Ich nehme lieber das kleinere Übel jetzt erstmal. Die andere Wahl wäre Tomatok gewesen. Das ist ja noch schlimmer. Ich meine, jetzt geht das alles doch. Bald mache ich die Sache nur noch über den Inhaltshelfer. Das wird schön. Da will ich nur noch über Inhaltshelfer. Oder ich gehe einfach 30 mal die kleinen Innis. Um die nächste Stufe zu kommen. Hier. Mann, oh. Nein, es ist nicht, Hybrid. Sagen wir es so: Für dich ist es die richtige Wahl. Für mich ist es nicht die richtige Wahl. Ne? Nur weil es die Wahl eines anderen ist, ist es nicht die richtige Wahl für alle. Muss man sich bitte immer bewusst sein. Oh, ich will nicht.
Ich habe halt die Hoffnung, dass er noch ja, nee, das ist ein Bonus da noch wiederkommt, aber ich glaube, das tut er nicht. Du hast die Wahl für, du hast die Wahl, Fisch. Das weißt du, was du tun, Fisch. Geht das nicht anders? Geht das nicht Haifisch? Was wollen wir tun, Fisch? Du hast die Wahl, Fisch? Geht das nicht so? Meine ich? Ja, klar! Ach komm, leck mich. Ja, glaube. Ja, ich meine auch. Ah, okay, wir verzichten auf den Tankbonus. Zeig mir den Schwertfisch. Ah. Nope. Einfach nope. Kurze Hoffnung, dass da vielleicht noch Dings kommt. Leute. Ich mach die DDs mit links. Den Parler mache ich gefälligst mit rechts, ja? Muss das sein? Muss es ausgerechnet diese hier sein? Das hätte alles sein können, aber nicht diese hier. Ich hasse es. Ich hate diese Inni, I hate diese Inni, I hate diese Inni. Hate diese Inni. Hybrid! Klappe! Einfach Klappe! Aber die falsche Taste gedrückt. Das ist sogar beidhändig. Stimmt! Donkey Renta ist ja sogar beidhändig. Und. Huch. Ich sollte vielleicht draufklicken. Ja. Huch. Schieb mir das nochmal. Ich will das einfach alles hinten zurechtschieben. Gehst du gefälligst hinter mir? Gehst du gefälligst hinter mir? Und wirklich. Lass mich ein bisschen spinnen. Ich will dir einfach ein bisschen Freude machen, dass du ein bisschen von deiner Qual abgelenkt bist. Genau. Na, es geht ja. Ich sag mal so. Die Innis, die ich jetzt alle schon frei habe, die gehen ja sogar als Tank. Die habe ich ja jetzt schon eigentlich bis zum Erbrechen geübt. Die gehen ja. Ich kriege ja auch mittlerweile steinerne Wacht und sowas hin. Aber alles über 50 halt nicht. Einfach weil ich sie selbst als CD verkacke. Teilweise, nicht komplett. Hoffen wir mal, dass da einer mitkommt. Hi. Hi.
Habe ich noch alle? Ich habe alle. Jetzt habe ich alle. Und leuchten hinter ein glänzender Rüstung. Steck dein. Was? Steck dein Schwert ins Scheide und lass dein Knochen in der Ferne ruhen. Was? Heimlich, was? Bitte, was? Was willst du? Bitte erkläre dich. Nein. Hallo. Ein paar schlafen geht wieder zum Priester zurück. Verschluss zum Gegenstopp. Also, was? Mein Gott, was? Oh mein Gott! Ich verpeile jetzt sogar schon die Tasten. So, einfach nur um Schaden zu machen. Oh. Hi. Den Rest sag ich hier mal lieber nicht, weil es ist schlimm. Ja. Ich sag einfach ja, ne? Dafür gab es doch keinen Priest, oder? Ich meine nicht, ne. Ich wüsste es jetzt nicht. Stehe ich in die richtige Richtung? Ja, tue ich. Graf, DD mach auch mal was. Nein, da müssen wir noch nicht hin. Genau, mach du mal. Hi.
Danke. Ja, ich mache einfach auf 4. Okay. Tür. Hi. Heider, das kriegst du hin, oder? Huch. Sogar verpeilt. Du bist ein klasse Didi. Nice. Genau. Eigentlich müsste ich ihn jetzt sterben lassen. Weißt du was, dann können wir das wirklich so machen. Wenn du mir die schon anlockst, können wir das auch gleich so machen. Ach, ich hasse solche DDs. Was macht er das denn jetzt schon? War doch total unnötig jetzt. Ich verstehe es nicht. Was? Warum macht man bei der Hilfe? Na egal. Darf ich mich mit dem Tankbuster einfach in ihn reinstechen? Bitte. Heiler, bitte. Komm. Komm. Yay. Wow, nur ein WS. Nett. Wirklich nett. Oh. Was eigentlich was? Ich muss nicht wissen, worum es geht, oder Hybrid? So, Level 26. Dann brauchen wir morgen oder übermorgen, je nachdem, wann wir weiterspielen, nur noch 4 Level. Dann können wir Hauptstory weitermachen. Südliche. Das hier können die eigentlich noch machen. Dann kann ich den einen Brief hier einmal schnell abgeben. In einem Freibrief. Solange du das weißt, passt das. Alles klar. Solange ich es nicht wissen muss. Solange es für mich nicht wichtig ist. Ich verstehe nämlich nur Bahnhof. So. Musst du es nicht, aber du kannst es dir mal anschauen. Okay. Abgemacht. So. Dann beginne ich den Freibrief jetzt hier noch. Weil dann habe ich das hier zumindest auch schon mal wieder weg. Den habe ich jetzt so lange hier in meiner Liste rumschlummern. Oh.
Ich weiß noch nicht, wie ich das mehr hinlegen will. Mit dem Freibrief sind wir dann auf Lofro. Dann machen wir wahrscheinlich so 2 Stunden. Ungefähr. Pi mal Daumen. Darf ich dann ja noch mehr lesen? Da ist es. Okay. Ja gut, eigentlich stehen wir hier perfekt, weil dann können wir hier beim nächsten, also morgen oder übermorgen, hier die Sachen abquesten. Nice.